Wenn die Ferienzeit beginnt, verwandelt sich Bayern an vielen Wochenenden zum Stauland Nummer 1. Regelmäßig führt der Freistaat die Staustatistiken an. Denn nicht nur die Bayern machen sich auf den Weg in den Süden, auch viele andere Autofahrer passieren den Freistaat, wenn sie etwa nach Österreich, Italien oder Kroatien wollen. Also wenn zu viele Reisende zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, kommt es naturgemäß zu Staus mit großen Reisezeitverlusten, die auch mehrere Stunden dauern können. Und dann schlägt die Stunde der ADAC Stauberater, die dann gerne unterstützend eingreifen und dann ihren Beinamen als gelbe Engel der Urlauber gerecht werden und deshalb mittlerweile über 40 Jahren. Vor allem auf den Autobahnen rund um München und auf der A8 Richtung Salzburg und der A93 in Richtung Kufstein sind die ADAC Stauberater an den Pfingstferien und die Sommerferien über unterwegs. Wir helfen grundsätzlich allen Reisenden, nicht nur ADAC-Mitgliedern. Jeder, der unterwegs ist und Fragen oder Problemchen jedweder Art hat, sei es jetzt nur Mautfragen oder Routenempfehlungen, ob es da irgendwelche Tipps gibt, die man weitergeben kann, aber natürlich auch bei Pannen und Unfällen, Unfallstellen absichern, aber auch Getränke für die Betroffenen, Spielsachen für die Kinder, um sich die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Ja, das ist unser Job und das machen wir gern. Die ADAC-Stauhelfer sind mit 5 modernen Motorrädern unterwegs. Ganz in der Nähe ist immer auch das mobile Staustudio. Ein Auto, von dem aus aktuelle Staunachrichten an die Polizei und Radiosender verschickt werden. Wir haben eine Meldung von der A8 zwischen den Anschlussstellen Weyern und Irschenberg hat sich ein Unfall ereignet. Die linke Spur ist gesperrt und bitten alle Verkehrsteilnehmer um größte Vorsicht in dem Bereich. Um die Stauberater bestmöglich auf die neue Urlaubssaison vorzubereiten, veranstaltet der ADAC Südbayern jedes Jahr ein Fahrsicherheitstraining. Die insgesamt 18 Stauberater lernen hier auch mit besonderen Situationen umzugehen. Wir simulieren Situationen, die draußen entstehen können. Wir versuchen, die fit zu machen im Langsamfahren, weil sie es machen müssen. Wir beleuchten Situationen wie Ausweichen, Vollbremsung, Kurven, Schräglagenfahren und lassen es durchaus fertigkeitstechnisch trainieren. Man nimmt erstaunlicherweise, auch wenn man schon 20 so Trainings gemacht hat, immer wieder irgendeine Kleinigkeit mit. Für mich war einfach langsames Fahren, langsames Kurvenfahren, Stehenbleiben mit der Hinterradbremse, das sind so Sachen, die schleichern sich irgendwann wieder raus und man macht seinen alten Trott. Und da wird halt wirklich mal wieder gesagt, mach so, dann bist du besser dabei. Die A8 im Voralpenland. Die Ferien haben vor wenigen Stunden begonnen, was sich bereits sehr auf das Verkehrsaufkommen auswirkt. 5 Stauberater des ADAC Südbayern sind mit ihren Maschinen unterwegs. Dazu 2 Kollegen im mobilen Staustudio. Das Einsatzgeschehen ist typisch für ein Ferienwochenende. Manche sind wirklich total überfordert mit einer Panne. Man ist das nicht gewohnt. Es funktioniert im heutigen Leben quasi alles. Und auf einmal bleibt man stehen, das Auto mag nicht mehr und die Menschen sind überfordert. Und dann kommt ein gelber Engel daher und kann eben helfen. Und da sind die so dankbar, das klappt mir gar nicht. Super, weil meine erste Angst ist natürlich, ich stehe auf einmal auf der Autobahn, stopp. Und nicht, dass einer dahinter drauf fährt oder was dann auch. Und er hat sofort dann alles sichergestellt. So, ich bin sehr, sehr froh, dass die beiden Herren dabei waren. Das Leben eines ADAC-Stauberaters ist spannend und abwechslungsreich zugleich. Kuriose Ereignisse vorprogrammiert. Nett ist eigentlich immer, dass man mich anlächelt, wenn ich komme und dann mache ich einen Helm auf. Eine Frau. Und dann die erste Frage, können Sie Auto reparieren? Ich sage, nein, aber ich habe einen guten Draht zu einem, der es kann. Das ist eigentlich, passiert immer wieder. Die ADAC-Stauberater sind da, wenn die Urlauber sie brauchen. Seit Jahrzehnten. Und da die meisten Menschen mit dem Auto verreisen, werden die gelben Engel der Urlauber auch in Zukunft gut zu tun haben.